dass ich in guten Games sowieso useful bin, weißt du? Das ist quasi die Trainingsgewichte an meinem Arm sind das. Ist das Game hier. Wenn die AFK ist. Das ist auch so dumm gemacht, ne? Das Kalista Speer, selbst wenn du ihn am Anfang des Games reinpackst, länger als 15 Sekunden dauert die Animation und der Supporter nicht instant aus der Base rauslaufen kann. Das ist echt nicht so schlau gemacht irgendwie. 30 seconds until minions spawn. I must remember. 10 plus Tode? Na, das ist ja Quatsch. Also, wie soll ich denn in dem Game auf 10 Tode kommen? Das ist ja unrealistisch. So, wir trappen hier. Die Face checken mit Mantra-Q und dann ist einfach. Dann ist GG. Pass auf, pass auf. Es ist halt nur schade, dass sie kein Ignite spielt, das verstehe ich nicht so ganz. Aber ist okay. Unser Jungler startet Topside, Lighty weiß, was gut ist. Das Game ist unlosable. Time to show them who's best. Boah, dem hast du es aber richtig gegeben mit dem Exhaust. Warum steht die so weit hinten? Yes, thank you. Und wenn die Ignite noch hätte, wäre sogar diveable hier. Aber wir müssen auf Ramos aufpassen. Sehr dumm hier an den Tower zu spielen. Wenn Ramos einfach Level 3 ganken könnte. Aber der hat ja Bot gestartet, ne? Aber sie hat einfach nicht geheilt. Nice. Kann man eigentlich so gut aussehen und so gut jungeln? Ist ja unglaublich. Gehe ich jetzt Boots Rush? Ja, Boots Rush immer auf Kalista, oder? Oder gehe ich Noon Quiver? Eigentlich immer Boots Rush, ne? Aber Noon Quiver ist auch geil. Gegen Noon Quiver. Wenn ich Boots gehabt hätte, wäre ich mit 250 Gold aus Base gekommen. Probier mal aus, wie sich Noon Quiver anfühlt. Die Wave pusht jetzt zu uns. Hier vielleicht sogar den Push noch rein. Ah.
Killing Spree. Ramos könnte halt wieder Bot kommen. Okay, Ramos ist Mitte. Ah, ich habe leider den Tornado nicht gedodged, schade. Ja, ich glaube, die ist jetzt ein bisschen unplayable für die Gegner. Aber ich glaube auch, wenn man sowieso schon die Lane gewinnt, ist Boots auf jeden Fall besser, weil... Das Einzige, was mich gerade daran abhält, die Gegner zu töten, ist halt legit deren Range und CC und so. Mit Boots kann ich das halt viel besser dodgen. Ich gehe mal davon aus, dass der Ezreal hier Base sein wird. Vielleicht kann ich den kennen noch, die Nein, aber... Ich habe letztens bei Unforgiven im Stream gelernt, dass man anscheinend langsamer hüpft mit Kalista, wenn man Attack moved. Mega weird. Also erst ab einer bestimmten Attack-Speed-Zahl wahrscheinlich, aber trotzdem. Boah, der Tower, Alter. Der hat mich ja komplett umgeslappt. Ja, das ist trotzdem worth. Der verliert eine gestackte Wave. Ich hätte das Exhaust auch glänzen können, ne? Aber ich glaube, ich wäre trotzdem gestorben. Akali rasiert auch drin, ja. Aber wo ist die Jenna, ist die Frage. Ist sie disconnected? Ich denke mal, Ramos wird hier irgendwo around Bot sein. Boah, ist das eklig. Und Boomer sagt, ich habe 10 Tode. What? Shut down. Ich will ihn hier eigentlich nicht mehr auf Lane laufen lassen. Das ist Ramos. Wir verpissen uns. Oh, ich hab geendet. Oh! Ich weiß nicht, ob ich den Dive hier sehe. Nee. Wir werden Base gehen sollen. Ich brauche noch eine Wave für Shieldbow. Oh, die sind alle Bot.
Nein, eine Wave. Wobei, ich kann meine Refillable verkaufen, ist ja fein. Ah, wir hätten da resetten sollen. Laxo! Danke, Zap. Wir gehen auf die 5 Jahre zu. Ja, du, 5 Jahre, bisschen ist noch hin. Bleib mal ganz ruhig. Aber faktisch gesehen steuern wir direkt auf zu, das ist richtig. Harry, Werbung für glatte Eier, das liegt an deinem Algorithmus, ne? Also das ist natürlich... Benutze deine Pots, benutze deine Pots. Google scheint da der Meinung zu sein, dass du Interesse dran hast. Jetzt hat Lighty einfach meinen Ezreal geintet. Was ist denn das hier? Wo sind wir denn hier? Ah, die Stacks, na gut. Junge, 8 Stacks! 8 Stacks in 11 Minuten ist gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Boah, scheiße, das war's gar nicht. Mein Damage an dem Ezreal gerade irgendwie sehr viel schlechter als erwartet. Muss ich sagen. Oh, ich werde so getrollt! Shinoge, dann gibt's ab. Laxo stinkt, das kann ich so bestätigen, ja. Also ich muss wirklich sagen, so die Laning Phase ist, finde ich, der einfache Part mit Kalista. Das, wo ich immer struggle, ist so dieses, wie werde ich jetzt nach der Laning Phase useful? Okay, raus ist Mitte. Jenna ist immer noch da. Wo die sind, ging ja zu Tode. Ja, aber irgendwann ist die Landing Phase ja trotzdem zu Ende, so weißt du? Wir sollen einfach 1v2 die ganze Zeit hier, I guess. Ich bin aber fein mit, wenn mein Team dafür oben das Game gewinnt. Da habe ich damit kein Problem. Schon anstrengend zu spielen. Oh no. Okay, wild. War auch fast schief gegangen, Alter. Shut down. Aua. Your team has destroyed a turret. Focus. Ja, gut, wir sind jetzt halt auch im Hard-Winning-Team, ne? Zeit. Also ich würde gerne so ein paar, ich würde gerne mal so Games haben. Ich würde gerne so Games haben mit Kalista, wo ich quasi Early Game ahead komme, aber mein Team halt nicht im Hard Winning Team ist und ich dann sozusagen im Mid Game carryen muss sozusagen. So, jetzt kann ich halt whatever machen, weil mein Team eh fett ist.
Also wenn man jetzt guckt, zum Beispiel, ich bin mega overlevelt, ich bin ultra fett, aber es fällt mir trotzdem schwer zu visualisieren, wie ich das Game carry. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man nicht vor Augen hat, wie man das Game carried, dann finde ich, ist es auch sehr, sehr schwer, das Game actually zu carryen. Ich will auch Spaß haben, ich group jetzt. Kein Bock mehr auf Sidelane. Aced. Oh. Okay.